Hey Babes und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt wieder einen Haul und zwar von Lounge Underwear. Ich habe so schöne Unterwäsche geschickt bekommen. Und ja, die Black Week ist eröffnet, Leute. Es gibt auf alle Sets, außer auf ein Set, was ich euch zeige, 30%. Auf das eine gibt es 25%. Ich hatte ja sonst immer nur einen 10% Gutschein. Jetzt gibt es gar keinen Gutscheincode. Ihr könnt einfach auf die Seite gehen. Da ist alles richtig krass reduziert und glaubt mir, das ist die geilste Unterwäsche, die ich je hatte. Ich finde, man kann auch in Deutschland, ganz ehrlich, wo willst du Unterwäsche kaufen? Hunkemänner? Finde ich nichts schön, hat nie gut gepasst bei mir. Und alles andere, was so hochwertig ist, das gefällt mir dann immer so vom Stil nicht. Also hat gar keinen Sinn. Ich bin so unnormal happy mit den Sachen und ich zeige sie euch jetzt auch. Fangen wir an mit diesem wunderschönen BH. Das ist das erste Set, was ich davon habe. Von den anderen habe ich eigentlich schon andere Farben. Den hatte ich jetzt das erste Mal. Das ist so ein T-Shirt-BH. Den habe ich in, ja, so einer, ja, es ist ja schon, es ist so hell, aber es ist tatsächlich meine Hautfarbe. Die Farbe heißt Latte und die kommt auch mit diesem String. Es gibt zu fast allen Sets auch richtige Unterhosen, aber ich trage eigentlich immer Strings. Oder Tankas, wie auch immer man es nennen mag. Ja, die ist aber trotzdem vorne so ein bisschen breiter. Und auch hinten ist die jetzt keine Zahnseide, ne? Und das ist richtig schöner, angenehmer Stoff. Die haben ja immer diesen Gummibund hier. Ich dachte erst, das Cup sieht mega klein aus. Ich trage ja jetzt nach meiner OP eine 75D meistens. Das ist es auch. Sah voll klein aus, hat aber wirklich perfekt gepasst. Der hat hier auch nochmal wie so einen gerippten Stoff drauf. Also der ist wirklich einfach super angenehm zu tragen. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Übrigens, by the way, arbeitet Lounge Underwear auch gerade an ihrer Nachhaltigkeit. Sie haben schon alle Verpackungen und Etiketten und alles Mögliche ist jetzt alles recycelbar. Und ja, sie arbeiten da extrem gerade dran, was ich richtig, richtig gut finde. Und es gibt den Online-Shop jetzt auch in Deutsch. Ja, sehr, sehr gut. Könnt ihr ein bisschen einfacher shoppen. Weiter geht es mit diesem Set. Das habe ich auch schon in... Ja, das ist so ein ganz, ganz helles Mint, würde ich mal sagen. Das ist einer meiner liebsten BHs und ich erkläre euch gleich auch warum. Das ist der klassische Balcony. So, und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz einen Unterschied. Und zwar sind einige der Lounge-BHs, ich weiß jetzt nicht, ob man bei dem so gut sieht, ziemlich so geschnitten, dass sie sehr steil so quer gehen. Und je nachdem, wo euer Nippel ist. Ich finde, das ist so ein komisches Wort, das so ernst zu sagen. Jedenfalls ist er, je nachdem, wo er ist, kann es knapp werden. Es gibt ein Set, zum Beispiel das Luxury Balcony Set. Das seht ihr auf meinem Instagram-Account, das habe ich in grün an. Das ist extrem schräg und da wird es relativ klein, also wirkt es kleiner. Und da kann schon mal ein Nippelblitzer passieren. Deswegen habe ich das zum Beispiel eine Nummer größer bestellt. Aber bei dem ist es zum Beispiel überhaupt nicht so. Das seht ihr auch jetzt, wenn ich das ranhalte. Weil das richtig schön komplett einmal so die Brust bedeckt. Der Stoff ist extrem dehnbar. Also den trage ich wirklich richtig, richtig gern. Die Hosen sind immer Highwaist. Ich habe den jetzt in weiß bestellt. Ich finde weiße Spitzenunterwäsche einfach so unglaublich schön und ästhetisch. Und den habe ich auch nochmal in einer ganz speziellen Farbe. Haltet euch fest. Ich glaube, die Farbe habt ihr noch nie in irgendeiner Form in einem Haul von mir gesehen. Aber hier ist es, Leute, rot. Ich hatte ja gar keine Unterwäsche mehr nach meiner OP und ich hatte vorher auch ein paar rote Sets. Und ich habe mich auch eigentlich immer voll wohl darin gefühlt. Das ist halt jetzt wirklich mega knallig, aber das ist auch der ganz normale Balcony, auf den es übrigens auch 30% gibt jetzt bei der Black Week. Und ja, ich freue mich, den anzuziehen. Ich finde, rote Unterwäsche, das ist halt immer ein Statement, ne? Es gibt so einen Spruch, der heißt, ich habe entschieden, ob wir heute miteinander schlafen oder nicht, als ich meine Unterwäsche ausgewählt habe. Das ist halt ein Fact, wenn du so eine Unterhose anziehst. Dann dieser BH, den ich euch eben schon mal kurz gezeigt habe. Das ist der Black Silk Balcony, weil der hier einfach nochmal diesen anderen Stoff hat.
diesen, wie nennt man diesen Stoff? Ich sage dazu immer Seide, aber es ist keine Seide, aber ihr wisst, was ich meine, das ist so ein glänzender Stoff. Das Höschen ist auch wieder ein bisschen mehr Stoff, weil wir hier einmal diese Spitze haben. Und ihr habt übrigens auch in allen Höschen ja nochmal diesen Gummizug, wo überall Lounge draufsteht. Und hier habt ihr, das finde ich voll schön, so eine Mischung aus diesem glänzenden Stoff und dann nochmal Spitze. Den habe ich auch in 75D und der passt auch. Also sie passen mir alle in 75D, außer wirklich dieser Luxury Balcony, weil der wirklich extrem knapp geschnitten ist. Da empfehle ich euch wirklich eine Nummer größer. Auf die Silk BHs gibt es auch 30%. Dann habe ich hier einmal den Black Bamboo Triangle. Also das ist so ein ganz normaler Triangle BH, wie ihr sehen könnt. Das ist auch nur Stoff, da ist kein Bügel drin. Den habe ich auch bereits in Khaki. Wirklich mein absoluter Lieblings-BH, komplett für den Alltag, ohne Bügel, super bequem. Die Brust sieht top darin aus, der Schnitt ist einfach der Wahnsinn. Höschen ist auch super High-Waist, super, ey Leute, es ist so ein, glaubt es mir, es ist so ein krasser Unterschied, was ihr für Unterwäsche anzieht. Vor allen Dingen beim Stoff, bei der Unterhose. Es ist einfach für mich den ganzen Tag über ein ganz anderes Gefühl, ob ich jetzt wirklich gute Unterwäsche anhabe oder nicht. Ich glaube, wir kennen es alle. Und vor allen Dingen, wenn man ein bisschen älter wird, legt man da schon wirklich mehr Wert drauf. Und ich liebe einfach, also das ist wirklich rein vom Komfort mit dem normalen Balcony-Set, was ich in Weiß und Rot euch gezeigt habe, mein absoluter Favorite. Und dann habe ich einmal noch den All White Bamboo Classic Triangle. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau der Unterschied ist, weil eigentlich ist er vom Schnitt relativ gleich. Es gibt den auch nochmal mit schwarzem, also weiß, schwarzem Rand und weißer Schrift. Ich habe mich jetzt aber für den All White entschieden, falls ich einfach auch mal was ganz Weißes anziehe, was jetzt nicht so durchsichtig ist, dass man die schwarze Schrift durchsieht. Selbes Spiel wie bei dem schwarzen gerade, unmenschlich bequem. Auch hier einmal das Höschen dazu. Mega geil, mega. Leute, wirklich, ich feiere die Sachen so, so heftig. Ich bin einfach in love. Und jetzt einmal zum Schluss, und ich glaube, das ist auch wirklich der Bestseller überhaupt auf der Seite, berechtigterweise, weil er einfach unglaublich schön ist, darf ich vorstellen. Das ist der Blossom Balcony BH. Und ich zeige euch auch gleich die passende Unterhose. Die genaue Bezeichnung ist Hot Pink Blossom. Auf diese Sets gibt es 25%, wie gesagt. Ich habe die schon in Blau. Was habe ich noch? Ich weiß es gar nicht. Ich habe den auf jeden Fall in Dunkelblau. Ich habe aber noch eine Farbe. Unglaublich schön. Unglaublich schön. Der ist auch eher so gerade geschnitten, weil das halt ein Balcony BH ist, ne? Also die Form ist so. Ich blende euch ja sowieso mal die Bilder ein. Ich fand dieses Pink richtig, richtig schön. Richtig so mädchenhaft zu meinen blonden Haaren. Und ja, das ist das Unterhöschen dazu. Hat hier einmal so durchsichtige Spitze. Hier einmal so Mesh-Einsätze. Und wie immer das Gummiband. Ich trage übrigens die Unterhöschen in S. Übrigens noch mal eine wichtige Information. Ich finde, XS ist schon relativ... ja, so schneidet so ein bisschen ein bei mir, obwohl ich ja eigentlich so eine 34, 36 bin, trage ich dann lieber die größere Größe, weil die nun mal super stretchy sind. So, das waren alle meine Sets von Lounge Underwear. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nutzt auf jeden Fall den Sale aus. Es lohnt sich so, so, so krass, wenn ich jetzt, wann dann, weil sonst sind die Codes nie so hoch wie jetzt. Das Ganze geht jetzt schon vom 23. bis zum 30. Aber natürlich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Es wird mit Sicherheit schnell viel ausverkauft sein, deswegen now or never. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Ich habe euch ganz doll lieb. Vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich glaube ich schon gesagt. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Mua.